Der Kanzler bleibt dabei. Die Debatte um Atomstrom sei beendet. Kernkraft sei ein totes Pferd, das man eben nicht mehr weiter reiten solle. Doch genau das tut sein Koalitionspartner jetzt erneut. Die FDP fordert, den Rückbau der letzten deutschen Atommeiler zu stoppen und eine Rückkehr zur Atomkraft so möglich zu machen. Isabel Finzel berichtet. Der Rückbau hat wie hier im AKW Neckarwestheim 2 bereits begonnen. Doch die FDP will jetzt auf die Bremse treten. Wegen der hohen Strompreise und der angespannten Lage fordert sie, den Rückbau der noch funktionierenden Atomkraftwerke zu stoppen. Wir brauchen gerade in diesen angespannten Zeiten eine Situation, in der wir uns alle Optionen offen halten. Der Kanzler sieht das anders, lehnt den Vorschlag direkt ab. Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd, sagt er. Auch die Grünen sind weiter gegen Atomstrom. Atom ist die teuerste Technologie, um Strom zu gewinnen. Wir werden das sehen, dass viele von den Projekten werden sich in Luft auflösen, weil sie sich nicht rechnen werden. Doch Deutschland hat seit April deutlich mehr Strom ein- als ausgeführt. Zwar ist das in den Sommermonaten häufiger so, aber im August wurde besonders viel importiert, 6,6 Terawattstunden, und gleichzeitig wenig Strom exportiert, nur 2,1 Terawattstunden. Laut Bild stammen 21% der importierten Energie aus Kernkraft, während Deutschland seine Atomkraftwerke mitten in der Energiekrise abgeschaltet hat. Meiner Meinung nach war das unklug, jetzt in dieser Situation aus der Kernkraft auszusteigen, weil man dadurch natürlich noch mal ein bisschen mehr die Energiepreise in die Höhe treibt. In einer Situation, wo offensichtlich, das macht die aktuelle politische Diskussion ja klar, die Energiepreise deutlich zu hoch sind. Technisch sei es übrigens möglich, AKWs wieder anzuwerfen, heißt es von Energiekonzernen. Politisch allerdings bleibt es schwierig. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.